Hi Leute und willkommen bei KK Solutions. Ja, endlich sind Ersatzteile angekommen, dass ich mit meinem Projektauto endlich weiterkomme. Leider sind nicht alle Teile schon bei der ersten Lieferung dabei. Der Versender hat da Lieferschwierigkeiten, aber ich würde damit schon mal weiterkommen, um die Querlenker soweit schon mal fertig zu machen. Gut, ich will euch kurz zeigen, was angekommen ist, damit ihr auch Überblick habt, wenn ihr sowas machen wollt, welche Teile ihr dann auch braucht. Was haben wir hier? Na gut, hier ist eine Dichtung für die Ölablassschraube, die ist aber für meinen Daily. Da ist der Ölwechsel mal wieder fällig. So, hier haben wir einmal Lager von Delphi. Das müssten die Lager sein vom Querlenker. Gucken wir mal, das Ganze haben wir nämlich zweimal, die ich ausgepresst habe. Jawohl, das sind diese beiden Gummilager. Ganze habe ich zweimal. Super! Das ist schon mal das eine. Können wir schon mal abhaken. Das nächste, was wir hier haben, was ist das? Ah, das ist die Drehmomentstütze. Die ist ja auch kaputt. Die muss ich an beiden Fahrzeugen ersetzen, deswegen habe ich die auch zweimal am Projektauto wie auch am Daily. Da ist es jetzt aber erstmal nicht so wichtig, weil ich ja den Motor ausgebaut habe, aber auf jeden Fall ist sie da, dass wir sie nachher schon direkt verbauen können. Also sie kommt jetzt erstmal auf Lager. Das nächste, was wir hier haben, das ist von Lemförder. Ah, das sind die zweiten Lager. Auch für die Querlenker. Das sind diese Buchsen- oder Tonnenlager, nennt man die auch. Das sind zwei Stück. Prima, dann kann ich schon die Lager in die Querlenker einbauen. Das bringt mich auf jeden Fall schon mal weiter. So, dann haben wir hier noch was. Ist auch von Lemförder, habe ich mal geordert. Was wir hier haben. Ah, super. Das sind die neuen Traggelenke. Ach so, okay. Das ist hier Gummikäppchen. Gummikäppchen, Kunststoffkäppchen, also ein Schutzkäppchen. Das ist das Traggelenk und dabei sind diese drei Schrauben, womit das Traggelenk hier am Querlenker verschraubt wird. Das musste man ja, die alten mussten ja ausgebohrt werden. Und eine neue Schraube mit Mutter ist auch dabei. Das war mir wichtig, da habe ich drauf geachtet. Das hat gar nicht jeder, ich sage jetzt mal Teillieferant, da war diese Schraube überhaupt nicht dabei. Und die hatten das, also habe ich bei denen mal geordert. Ich kann zu denen jetzt gar nichts Besonderes sagen, weil, wie gesagt, erste Mal geordert. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, hier ist diese neue Schraube dabei, die so gesehen hier reinkommt, wo dann nachher der Querlenker bzw. das Traggelenk mit dem Achsschenkel verschraubt wird. Gut, das Ganze sollte zweimal sein. Was haben wir hier noch drin? Okay, und die Rechnung. Zweimal, denke ich mal, dass es das nochmal sein wird. Jawohl, genau. Satzschrauben dabei, zweimal Traggelenke dabei, das
sind die beiden Tonnenlager. Super, das tun wir rein. Zweimal schrauben. Dann hier eine Drehmomentstütze. Okay, nicht dringend. Muss ich euch nicht groß erklären. Und dann hier hatten wir ja schon die beiden anderen Lager für die Querlenker. Super. Die hier kommen von Delphi. Ja, die Lager sind von Delphi. Ich habe erst gedacht, ich nehme sie von einem anderen Hersteller, aber die waren preislich im Angebot und warum soll man es nicht sagen, ist in Ordnung. Ja, das ist erstmal soweit als kleines Auspackvideo, damit ihr auch seht, wie es weitergeht, welche Teile sind da. Es fehlen noch 3 Teile, 4 Teile, die konnte der, oder da warte ich noch drauf, die haben da wohl irgendwie Lieferprobleme. Er ist jetzt aber nicht gerade so das Problem. Das waren die Koppelstangen für vorne und noch die beiden Gummis für den Stabilisator. Ist jetzt nicht so schlimm. Auf jeden Fall, das ist erstmal wichtig und ich kann den oder die Querlenker zusammenbauen. Das machen wir dann auch. Das seht ihr dann im Video oder in einem der nächsten Videos, wie ich diese Lager einpresse, wie ich diese neuen Traggelenke verschraube und dann können wir nämlich schon den Hilfsrahmen wieder zusammenbauen und das Fahrzeug schrauben. Und ich habe das Projektauto wieder rollbar, arrangierbar. Okay, das nur als kleines Zwischendurchvideo. Wie ihr gesehen habt, Teile sind da. Ich verlinke euch die Teile wieder in der Videobeschreibung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht zu abonnieren. Daumen hoch, freue ich mich wie immer. Bis dann. Ciao, ciao.